dubiose machen schaffen Entertainment. Mr. West. In der Chatter Boy. Schinski. Ich gehöre nicht zu denen, bei denen es Frauen immer weiter ausziehen. Ich zieh mich schon wie mit 16 und ich scheiße auf sie. Ich schon über Marvins mit Vorstecker und Raucherstimme. Gerade mal 12 Jahre alte Leben schon so lauter Dinge. Setzen auf dem Spielplatz die Kletterwand in Brand. Fangen viele Dinge an und setzen sie in Sand. Als letzter Ausweg bleibt dir nur das VVJ. Schlechtes Zeugnis, schlechte Aussicht auf ein Leben ohne Job. Es fickt sein Kopf so wie Schlappen, die ihn anlügen. Er kann nicht verstehen, dass sie einen weichen, reichen Mann lieben. Wir sind von einem auf dem anderen Tag, hat ihr Leben angefangen. Als die Nachricht kam, dass sie mit 17 schwanger war. Es wird ernst und sie entfernt sich immer mehr von ihren Freunden. Weil sie merkt, es sind Prinzessinnen, die gebräunt sind und träumen. Weiber, wie sie da sind, wo ich jetzt bin. Die ich umrenne in der Stadt, weil sie uns keines weiß. Was los? Mutterficker, ey, du hältst es für Klischee. Denn was wir sehen, das hast du noch nie erlebt. Du machst so Rap, doch du hast nichts zu erzählen. Und so hältst du das, was andere tun, weiter für Klischee. Mutterficker, ey, du hältst es für Klischee. Denn was wir sehen, das hast du noch nie erlebt. Du machst so Rap, doch du hast nichts zu erzählen. Und so hältst du das, was andere tun, weiter für Klischee. Man steht oft ganz alleine da, niemand hilft dir aus der Scheiße. Denn viele von deinen Freunden sind falsch, doch auf eine andere Weise. Denn sie tun das nicht bewusst, ihre Kindheit war ebenso einfach. Immer nachts abgeholt vom Vater mit dem Maybach. Wer kennt Eltern, die ihren Sohn auslachen, wenn er kotzt? Auf der Konfirmation vom besoffenen Sohn Foto schießt, wenn er auf der Kloschüss lockt. Die Wohnzimmercouch vom Sperrmüll und der Hund kriegt keinen Auslauf. Der Vater trägt Cowboy-Boots und hört: Mach bitte deine Augen auf, komm aus dem Marsch. Werf einen Blick in die Gassen, du brauchst Erfahrung. Auf der Straße, sonst wirst du verkacken. Warst du jemals auf der Flucht von den Cops in den Seitenstraßen? Du musst aus Erfahrung lernen, sonst wirst du nichts alleine schaffen. Die Menschen von der Uni sehen noch aus wie Teenager. Und wenn du anders bist, verhalten sie sich wie Hater. Ich ficke deinen Plan, denn du hast keinen. Ich mache im Schwimmbad Arschbomben mein falsches Wort und deine Träume platzen so wie Capri-Sonne. Mutterficker, ey, du hältst es für Klischee. Denn was wir sehen, das hast du noch nie erlebt. Du machst so Rap, doch du hast nichts zu erzählen. Und so hältst du das, was andere tun, weiter für Klischee. Mutterficker, ey, du hältst es für Klischee. Denn was wir sehen, das hast du noch nie erlebt. Du machst so Rap, doch du hast nichts zu erzählen. Und so hältst du das, was andere tun, weiter für Klischee. Viele Leute hier sind mir viel zu sehr verstört. Und ich finde dann mein Trost in Me Against the World. Ich brauch keine, die mir sagt: Joey, ey, ich hasse Tupac. Auf deiner Party zerschlagen sie den Marmortisch, weil du in deinem Verhalten so ein Asi wie dein Vater bist. Du bist nur irgendwer, leistest keine Gegenwehr. Blut ist Burgunderfarben bei jedem, das nur nebenher. Fick dein, du sitzt an einem längeren Hebel. Was geht ab? Heutzutage kämpfen Männer wie Mädel. Ich bin nämlich ganz normal, ein Typer Streber, fluchen schon. Sagen ein scheiß Fremdwort, ich sag einfach dein Gerede unverständlich, so wie Zahnarztanalysen. Ich kenne deine Kumpels, alles Fahrradfahrertypen. Ey, morgen Klausur, doch ich schreib Rhymes für die Hood. Es ist 1:24 Uhr, meine Rhymes sind im Book. Let's go. Mutterficker, ey, du hältst es für Klischee. Denn was wir sehen, das hast du noch nie erlebt. Du machst so Rap, doch du hast nichts zu erzählen. Und so hältst du das, was andere tun, weiter für Klischee. Mutterficker, ey, du hältst es für Klischee. Denn was wir sehen, das hast du noch nie erlebt. Du machst so Rap, doch du hast nichts zu erzählen. Und so hältst du das, was andere tun, weiter für Klischee. Clown. Yeah, ich hab letztens Auspost bekommen von Daniele, der hat was zu erzählen. Yeah, und jetzt seid gespannt, die erste Chance für Daniele auf Band. Brrr. Ich blicke auf die Latte, wir ersticken an der Kacke. Es gibt Stricke und die Waffe abgefallene. Verlassene, alle wandern schon im Grab. Aus Beton und Glutamat. Wenn der Morgen ein nichts bringt, liegt es nahe, dass man beginnt mit dem Korn oder dem Gin. Frische Ecke braucht man Bier, Sternburger kauft man hier, dazu wird noch inhaliert. Die kippen immer billig, so wie Ficken in der Saline. Strich und Endstation für die Mütter ohne Lohn, doch mit hangenden Kindern. Deren Vater ein Blinder, weil er will nicht einsehen, dass sein Leben eingeht, da es sich um Drogen dreht. Sowas mit dann zu sehen, ist kein Lostphänomen, doch blüht ziemlich extrem in einer Plattenbaugegend. Meine Nummer ist die 99, fühl mich gefangen wie ein Tier. Werd dazu noch observiert vom Opa aus der 4. Das zur Lebensqualität in der Gegend, wo ich leb. Solltest du mich nicht verstehen, können wir gerne drüber reden und dich empirisch belegen, dass dein Leben hier nix zählt. Ich halt die Augen stets offen und meine Ohren geschlossen. Komm mir nicht mit Genosse, wir wurden verfeiert, erschossen. Mutterficker, du hältst es für Klischee. Denn was wir
gesehen, das hast du noch nie erlebt. Du machst so Rap, doch du hast nichts zu erzählen. Und so hältst du das, was andere tun, weiter für Klischee. Mutterficker, ey, du hältst es für Klischee. Denn was wir sehen, das hast du noch nie erlebt. Du machst so Rap, doch du hast nichts zu erzählen. Und so hältst du das, was andere tun, weiter für Klischee.